Was ist hier passiert? Alter! Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe. Ich kann das erste Mal in dieses Zimmer reingehen. Erstmal alles hier plündern. Was ist hier los, Freunde? Was ist hier passiert? War ich schon lange nicht mehr kacken, oder? Aber das Klo habe ich ja schon gemeistert. Von daher muss ich da auch nicht mehr kacken. Hier war nix. Ich folge mal der Blutspur. Was ist hier passiert? Alter! Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Ein Angriff auf das South Park Polizeirevier hat die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Häftlinge entkamen und Polizisten liegen im Krankenhaus. Ein Mitglied der Handelskammer hat die Nase voll und kandidiert nun für das Amt des Bürgermeisters. Die Bürger von South Park sollten sich sicher fühlen. Sicher vor Selbstjustizlern, die Leuten ins Gesicht furzen. Gemeinsam können wir uns von diesem Analterrorismus befreien. Mein Name ist Mitch Connor und das ist meine Botschaft. Okay, aber was ist bei mir zu Hause passiert, Freunde? Können wir das jetzt mal rausfinden? Das wäre echt super. Hast du manchmal das Gefühl, dass du nicht weißt, was du tun sollst? Ja. Tierung fehlt und du keine Ahnung hast, was los ist. Ja. Du hast leider auf die falsche Weise versucht, zu dir zu finden. Deine sexuelle Identität oder deine Ethnie zu kennen, das ist nichts im Vergleich dazu, sich spirituell zu kennen. Geh zu Starks Pond, mein Kind. Da wartet jemand auf dich, der dir helfen wird, zu deinem wahren Ich zu finden. Okay. Wo ist Starks Pond, ist jetzt die Frage. Ganz links. Dann gehen wir mal dahin, Freunde. Alle Freedom Pants auf der Stelle zur Basis. Wiederhole, alle Freedom Pants zur Basis. Machen wir danach. Erstmal schnell da hinten hin, Freunde. Ich dachte ehrlicherweise, dass das Spiel mit dem letzten Ding vorbei sein wird. Mit dem, was wir da gemacht haben. Habe ich ganz ehrlich gedacht, dass es komplett vorbei ist jetzt. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Von daher passt es, ja. Erstmal hier wieder prügeln, Freunde. Muss auch sein. Gehen wir mal kurz zu Starks Teich. Die 100 Euro Belohnung haben wir uns ja gesichert. Starks Pond, hier vorne, so oder? So Scheiße, warum muss ich Wache schieben? Halt's Maul und schieb Wache, du Kackspast! Ich will auch mit dem Feuer spielen. Komm ich hier durch? Nein, okay. Hey Mann, wo ist Jasper? Weiß nicht. Ich habe ihn seit 3 Tagen nicht gesehen. Ist denn Schwierigkeiten? Sollten jetzt seine Eltern sagen? Ah! Bäme. Okay. Das ist ein Klack für Captain Diabetes. Schön ins Gesicht furzen. Ihr Mietz, komm Mietzi! Okay, wir müssen hier durch, Freunde. Kampfmodus aktiviert! Wer ist der Gegner? Der ist richtig down schon, alter Schwede. Oh, halt der kleine Viertklässler jetzt! Mikroaggression! Ja. Schlag ihn! Bam! Ist der Knockout? Wer Alter. Ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Lass dich da von deinem Freund massieren! Ein Stund zieht auf! Donnerlittchen! Zack! Wie damals, als ich auf den Trafo gepisst hab! Die schocken wir ordentlich. Ich bin
kann erst fragen. Für Viertklässler okay. Seid ihr echt? Nein, machst du nicht. Und da hast du noch viel verpasst. Nice. Los. Jau. Das gibt Rache. Damme. Führe Gefechtsprotokolle aus. Okay, der Geschützturm nimmt ihn auseinander jetzt gleich. Da war es nur noch ein die Gegner. Freunde. Werden siegen. Ja, ich komme nicht an ihn ran. Hat er nochmal Glück gehabt? Meine Sturmwinde sollen dich bestrafen! Ich leg dich auf Eis! Ja, das machen wir. Jau! Chill mal kurz, okay? Uiuiui. Ich komme nicht an jetzt ihn ran. Bin ich dran. Ich komme immer noch nicht an ihn ran. Aktiviere den Schnelltausch. Ah, der zieht nicht weit genug. Schade. Das wär's gewesen. Bam, 100 Damage, nice. Für Liebe und Gerechtigkeit, Wonder Tweak! Windsturm zieht auf! Bam, nochmal 95 Damage und geschockt. Viertklässler-Versohlen, geile Sache! Ich guck mir der zeigt ordentlich aus, ja? Ach, der zeigt gar nicht aus. Erst nächste Runde. Her mit dir! Das war in der Tat gut. Weil jetzt schießt er auf den Freunde. Und das ist sein Tod. Nice. Ulti haben wir gar nicht gebraucht gegen die Fehlklässler. Du hast gewonnen gegen die Sechsklässler. Übrigens nicht Fehlklässler. Fehlklässler sind wir. Wir müssen auch mal kurz gucken nach den Artefakten und so, Freunde. Vielleicht haben wir nämlich wieder bessere Artefakte, die wir einsetzen können. Oder wir haben ja ein Level-Up gehabt, ne? Da haben wir noch gar nichts eingesetzt. Beim epischen Platz hier. Zack. Und auch hier können wir upgraden. Also wir konnten ordentlich jetzt upgraden hier. Können wir hier vielleicht sogar? Ne, hier können wir nicht. 747 macht direkt, Freunde. Ah ja, ja. War da ein Bild? Ist das hier ein Bild, was wir brauchen? Nein, das ist nicht. Aber wir nehmen trotzdem nochmal hier. Eieiei, Freunde. Ich hab gedacht, das Spiel wäre schon vorbei und war schon so ein bisschen enttäuscht. Ich dachte schon, oh nee, schon vorbei. Aber jetzt geht's noch weiter, Freunde. Psst. Was ist das hey, für ein Typ? Hier drüben. Hab dich beobachtet. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen. Hast du von den Super-Best-Fans gehört? Ich bin's, Seemann! Okay. Ein mächtiger Seemann Superheld mit der Swallow. Fähigkeit, mit Fischen zu sprechen und zu schwimmen. Es ist Samen! Ich bin Seemann! Es ist mein Job, allen Meereskreaturen zu helfen. Und gerade braucht ein schwuler Fisch Hilfe, seine Mutter in den Himmel zu bekommen. Ich will ihm unter die Flossen reiten, aber die anderen Super-Best-Fans haben zu viel zu tun. Hilfst du mir? Dann schwimme mit mir in die Tiefe. Keine Sorge, meine Wasserabwehrkräfte beschützen dich. Und so okay. Taucht das Kind in die Tiefe des Wassers, geschützt von Samen. Seemann! Hinunter dahin, wo der kleine schwule Fisch lebt. Warte mich, kleiner Fisch. Was ist das für ich Fische? Ich habe Hilfe mitgebracht. Oh, danke, Samen. Könnt ihr mir mal wirklich helfen, in den Himmel zu kommen? Es heißt Seemann und durchaus.
Dieses Kind hat unglaubliche Kräfte. Gut, wenn Mama in den Himmel kommt, kriegt ihr 3 Millionen Dollar und ein bisschen Schmuck. Pass einfach meine kleine schwule Flosse an, um magisch zu ihr transportiert zu werden. Okay. Durch das Anfassen der Flosse werden Samen und sein Kumpel nach Valhalla transportiert, wo ein anderer Fisch auf einem Einhorn reitet. Ich bin hier, Mama. Bist du das, Baby? Ich bin's. Wir bringen dich in den Himmel, Mama. Halt dich fest, das Kind wird uns helfen. Okay, Baby, ganz wie du meinst, du kleiner schwuler Fisch. Und so half der Sidekick von Sam und der Mama des schwulen Fischs auf Regenbogen-Einhorn-Fürzen gen Himmel zu fahren. Das ist so ein bisschen Flappy Bird Style, oder was? Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama. Pass nur auf die Säulen ja, auf. Ja, es ist Flappy Bird. Wie geil. Freunde, die haben mir Flappy Bird verbaut. Aber je näher sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Flappy Bird bin ich Profi, ich brauche hier keine Mann, hier geht Hilfe. Fast alles Feuer, Feuerbälle, Gitter, Regenbögen, Wahnsinn! Vielleicht brauche ich doch nicht. Nein! Nein! Und so half der Sidekick von Samen der Mama des schwulen Fischs. Wir haben 5 Leben jetzt auf einmal. Gerade hatten wir nur 3. Himmel zu fahren. Es heißt Seemann, verdammt! Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama. Pass nur auf die Säulen auf. Ja, Freunde. Wir sollten es auf eine Goldplatte pressen und ins All schießen, damit doch Außerirdische das sehen können. Aber je näher sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Mama, deine Himmelfahrt ist das größte Kunstwerk, das ich je geschaffen habe. Oh, nicht so schnell. Dann komme ich schneller in den Himmel, Schatz. Fuck, ey. Die Mama des schwulen Fischs hatte den Himmel fast erreicht, doch dann erschien Zazul. Oh nein, der Dämon steht für alle meine Hater. Seine Feuerbälle sind wie die fiesen Tweets von Leuten, die mein Genie nicht erkennen. Fuck. Was für ein krasser Zip. Sei vorsichtig, Mama. Nein, ein Leben nur noch. Nice, Zazul ist gestorben. Bäm, ich hatte noch ein Leben, ey. Wie soll man das schaffen? Dann bis ganz bald, Baby. Jetzt kriege ich 2 Millionen Dollar, oder? Was zum Teufel soll das heißen? Mama? Moment mal, was ist das? Was ist das? Jesus! Das hast du sehr gut gemacht, mein Kind. Vielen Dank, Jesus. Nicht du, Samen, das Kind. Seemann! Oh, ja, stimmt. Na egal. Du hattest keinen Grund, diesem schwulen Fisch zu helfen, mein Kind. Und doch... Tatest du's? Klar musste es mir helfen, ich bin ein Rap-Genie, die Stimme einer Generation! Ich spüre, dass du auf der Suche nach deiner Spiritualität bist, mein Kind. Erlaub mir, dir zu helfen. In jeder Religion gibt es Gutes und Böses, mein Kind. Wähle deine Religion. Rechtschaffen. Neutral. Chaotisch. Rechtschaffen. Chaotisch. Chaotisch. Ich bin chaotisch. Agnostiker. Buddhist. Und ich bin, was bin ich denn? Satanist. Taoist. Wicca. Was gibt's hier alles, Agnostiker. Also, Atheist. In echt bin ich Atheist, von daher nehmen wir Atheist. Also ich... Ja, oh, was? Keine Ahnung. Du willst sicher ein Selfie mit Jesus, oder? Oh, Selfie mit Jesus. Nice, Freunde. Herzlichen Glückwunsch, mein Kind. Du weißt jetzt, wer du bist. Ein sehr wichtiger Schritt, um an dich selbst zu glauben. Viel Glück, kleiner chaotischer Atheist. Wo sind meine 1 Million Dollar? Schau, schau, schau! Oh, na, was nein, wir denn da? Was bist denn du für eine Sorte? Cisgender! Heterosexuell! Schwarz! Schottenperson! Chaotisch! Atheistisch! Cletus, warum redest du so komisch? Dialogbaum! Ah, okay. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Wir werden ordentlich begrüßt. Gleich mal wieder. Zum dritten Mal mittlerweile. Mein Rachsucht. Nein, du hast keine Rachsucht.
schleiß normale Ärsche auf. Bam, Alter, hat jetzt nur noch 140. Kleine Erfrischung. Ist das ein Zigeunerfluch? Geil. Der ist schon mal tot, Eddie. Nice. Ich bring dir das Evangelium der Arschtritte bei. Dann bring mir das mal bei. Ich muss es auch eh lernen. Du Mieses. Recht bewahren, unschuldige Schützen. Hierher. Zack. Einmal teleportiert, dann ist er ein bisschen verwirrt. Also ich halte die andere Waffe nicht hin. Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Mein Sturm zieht auf. Ja, der böse Sturm, Freunde. Du 82 Scheiß, Damage Mensch macht mit anderen Ansichten als ich. Alter, der braucht noch mega viel Damage. Das ist doch scheiße. Ich muss dich zum Hetero prügeln. Hey, ja. Bin ich nicht Hetero? Ja, das schaffen wir, Leute! Du, verpeilt? Du wirst danach eine Glaubensberatung brauchen. Was? Der ist verwirrt! Au! Verdammt, Mysterion! Hast du geübt oder sowas? Hm. So, den stellen wir mal hier kurz auf. Was? Da war... Oh, wollte schon sagen. Was, du bist gut. Da war doch einer. So ein Wetter habt ihr noch nie erlebt. Devil in Ice. Und bam. Du bist so sanftmütig. Cool. Ja, war ganz schön kalt, ne? Hier kommt dein Tod. Ich glaube nicht. Ulti bereit. Okay, nehmen wir die Ulti halt, ne? Was halt als erstes bereit ist. Okay, Und er ist tot. Gewonnen, Freunde. Easy. So, Religion habe ich gewählt. Aber wo sind meine 2 Millionen Dollar vom Fisch? Was ist los mit denen? Wo haben sich diese Scheißkatzen verkrochen? Tja, wo wohl? Hier nicht. Ja, zieh nur den Schwanz ein, Viertklässler. Kann ich von behilflich sein? Von Nutzen. Fantastisch. Eieiei. Bitteschön. Der Fisch schuldet mir noch 2 Millionen Euro. Oder Dollar. Warum habe ich gekotzt? Crazy shit, Freunde. Ich wollte dir nur danken, nice, dass du den korrupten Polizeichef erledigt hast. Dank dir bin ich jetzt frei. Wenn du irgendwann Hilfe brauchst, komm einfach zu Classy. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem S fickt. Okay. Königin der Fahrerflucht. Gehen wir jetzt erstmal hier ins Versteck, Freunde. Was wir ja irgendwann mal gehackt haben, deswegen können wir da auch einfach rein. In die Freedom Port Space. Easy, Freunde. Aha, ich laufe wieder raus. Er ist futsch! Der Plan ist weg, Mann! Timmys Franchise. Was? Man kann ja kaum noch was erkennen. Die kommen wohl in der Nacht und haben das Sicherheitssystem geknackt. Timmy. Jetzt
zum Teufel tut sowas? Ich wette, das waren die Sechstklässler. Nur die haben so wenig Stil. Nein, das war jemand, der uns persönlich treffen wollte. Ja, Siri. Eine neue Videonachricht. Spiel sie ab. Vollbild. Oh, oh. Wo sind wir hier? Ach so. Hey, das sind doch Hunde aus Eltern. Das ist eine Nachricht an Kuhn and Friends. Fuck, verdammt. Sieht aus, als hätte ich okay. was, was der Neue will. Trifft sich gut, denn der Neue hat was, das ich will. Connor, dieser Hurensohn. Ich hätte dir einen Handel anzubieten. Wie sieht's aus, Neuer? Hör zu, junger Mann, du steckst in großen Schwierigkeiten, wenn... Ja! Okay, das war nicht gut synchronisiert. Geh nach draußen und mach dann genau, was ich dir sage. Oder du siehst deine Eltern nie wieder. Und beeil dich, sonst gibt's noch mehr hiervon. Wo sind sie, Fettarsch? Wo ist wer, Humankind? Wunderarschs Eltern, wo sind sie? Woher soll ich das wissen? Scheiße, du steckst dahinter! Du hast Wunderarschs Eltern entführt, weil dich unsere Verbindung zu den Freedom Pearls ankotzt! Nein, ich will dieses Franchise mehr als sonst wer. Sag's ihm, Leute! Du hast 5 Sekunden, Cartman! Ich bin auf deiner Seite, Wunderarsch! Du glaubst mir doch, oder? Warte mehr! Ich beweise meine Unschuld, Wichser! Los, schnappen wir uns den Fettarsch! Okay. Was hat er okay. gesagt? Bin ich jetzt alles auf einmal oder was? Ich kann alles wählen. Bam, ich bin echt alles auf einmal. Nee, das lassen wir. Das nehmen wir. Hier war es 255, ja, plus 212. Das nehmen wir. Haben wir Artefakte neue? Müssen wir auch ab und zu mal reingucken, Freunde. Nein. 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 Das sind ja dieselben. Ne, haben wir nichts Neues? Haben wir hier was Neues? Was haben wir derzeit? Nehmen wir mal das her. Suche draußen nach dem Kuhn. Okay, Neuer. Ich sag dir jetzt, wo du hingehen sollst und da gehst du auch hin. Zu Fuß, verstanden? Kein Schnellreisen. Geh zu dem Ort, wo die Leute ihre Kaffeesucht befriedigen. Schnell! Tick-tack. Wo ist denn das? Da hinten? Gehen wir da mal vorbei, Freunde. Wer bietet dem Chaos die Stirn? Niemand! Niemand. Gute Aktion, Schwachmat! Wenn du da ankommst, siehst du einen Typen in einem roten Hemd. Sprich ihn an. Hier trennen, oder wo? Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Oh, wow. Das ist dieser Selbstjustizler. Bist du ein Held oder die Geißel der Menschheit? Mann, der Kaffee macht mich total kirr. Hallo? Ist für dich. So ist brav, Neuer. Aber jetzt mache ich dir ein bisschen schwerer. Statt dir zu sagen, wo du hin musst, gebe ich dir ein Rätsel. Bereit? Der Tod kommt dort in vielen Facetten. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. Alter, ich bin so breit von dem Zeug. Okay. Löse Connors Rätsel. Die Katzen sind abgehauen, weil... Vielen Dank für deinen Einsatz.
Ich bin ganz ehrlich, Freunde, ich habe gerade nicht zugehört. Hier ist ein Bild. Wie komme ich da hin? Egal, das machen wir später. Nicht jetzt. Das wird ja nicht die Lösung sein. Durch den Selbstjustizler. Okay. Boing, ding, 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 ding. Ha! Du glaubst, du kannst überlisten, Shitty Ninjas? Ja. Oh, glaub nicht, du kannst weglaufen vor Shitty Ninjas. Denn weißt du, Shitty Ninjas haben immer einen Plan B. Du hast viele Feinde gemacht in Stadt, Selbstjustizler. Und jetzt? Du musst dich stellen, allen gleichzeitig. Gruppenführer, King Diaoma! Sechstklässler! Raisins Girls! Sie klauen uns unsere Jobs! Kriegsmenschen! Haha, Selbstjustizler, alle sauer auf dich! Du bereit machen für Sterben! Okay! Du mobbst also Sechstklässler? Echt uncool! Ja. Zeit für Sterben! Nein. Leider nein, leider gar nicht. Ich krieg kein Damage von dir, Kollege. 85 macht das mittlerweile. Alter. Das ist schon ordentlich. Und der Arsch gibt buchstäblich Gas. Jetzt wirst du niemals Titten sehen, Viertklässler. Warum kann ich nicht hochdrücken? Egal. Machen wir halt so oder machen wir... Ne, machen wir so. Pass rein. Die Schwester von meiner besten Freundin hat mit ihm zusammen Mathe. Tja, passiert, ne? Ich habe noch nicht die neuen Dinge ausprobiert. Machen wir es doch mal. Hey, so geht man nicht mit einer Lady um. Ach nein. Die anderen Raisins Girls flippen aus, wenn sie wüssten, gegen wen ich kämpfe. Sieht aus wie Krebs. Hilft den Menschen. Ja. Du sterbst so gut. Sehr netter Kunde. Hier rüber. Zack, einmal tauschen. Danke. Bitte echte Ninja-Kampf genießen. Au! Finger weg von meinem Süßi. Spielen wir von den Hobos. Okay. Nächstes Mal, du umleitenden Schwung von Feind auf Feind. Was schwafelst du? Warum gehen die alle auf Craig? Ja, mein Kinder, auf Tweet, Entschuldigung. Auf Tweet. Was ist mit dem? Ich mach das, Leute. Los. Ihr seid alle so interessant. Bam, mit der Rückschusskombi habe ich ihn richtig zerstört. Super Tornado Warnung. Du vielleicht Shitty Ninjas zeigen, wie das geht. Bereit für authentischer Shinobi Action? Nein. Bitte nicht. Check das hier mal, Jungs. Oh fuck, was macht der? Nein! Hey, lass dir in Ruhe! Bestellt ihr Süßen? Super Mac, okay. Upgrade bereit! Super Tornado! Nicht jeder wohl mag Raisins Girls. Bam, ordentlich mitgegeben. Von ihnen. Oh mein Gott, du bist so fies! Dieser kommt zu... Nein, du machst nix. Lange. Tut mir leid. Da fällt sich ein Sturm zusammen! Bam. Tritt in den Arsch, gefällig! So, einmal wiederbeleben.
Ich kann gerade nichts machen. Ich vermöbel dich wie meine Mama, meine Daddy, Schnucki. Oh Gott. Bezaubert. Tupperdose aktivieren! Ich gebe ihm das bezaubert mal raus. Oh mein Gott, lass ihn in Ruhe! Du wirst bitter bereuen, was du getan hast! Ach ja? Ein trauriges, aber logisches Zack. Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Den Sechsklässler nehmen wir als letzten. Willst du mich zu Tode kitzeln? Ja, will ich. Genau führe das habe ich Protokolle auch, aus. Zack, ein offensiven Geschützturm. Läuft. Du kämpfst wie meine Cousine und die ist ein Mädchen. Ach ja. Du hast meine Freunde verprügelt. Das darf nur ich. Oh fuck, der tötet mich wieder. Da bin ich schon wieder. Wo du so nett gefragt hast. Machen wir das, ne? Dann haben wir den auch besiegt. Unsere Überlebenschance beträgt 20,6%. Okay, einmal alle Gegner besiegt, Freunde. Okay, und damit würde ich die Folge für heute in der Tat auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao!